hier nur Rams und Löp. So, grüß Gott miteinander, da sind wir wieder. So, mit meinem Kumpel Uli. Mein Kumpel Fred von der Schwäbische Kurzgedichte. Aber eigentlich ja besonders. Ja, und zwar geht's halt nicht um die Gedichte, sondern um die Gerichte. Da sind wir quasi dann die Schwäbische Kurzgerichte halt. Ganz genau, und da haben wir uns was überlegt, dass wir was, na klar, was Schwäbisches kommt, und zwar machen wir Hefeknäpfle. Das hat schon meine Mutter sowieso gemacht, meine Großmutter. Und jetzt habe ich selber probiert und dann guckt er aber ein richtiges Kochvideo. Und ich habe nicht gefunden für die Hefeknäpfle. Und deswegen machen wir heute für euch original schwäbische Hefeknäpfle. Ja, da wird dann quasi nicht bloß das Loch im Magen gefüllt, sondern auch gleich noch in der Online-Community. Da könnt ihr da auch feste nachkochen, gell? Jawohl, so ist es. Und noch geht der Teig. Aber jetzt auch. So, jetzt sehen wir erstmal die Zutaten. Da haben wir da. So ist es. Mir berichtet 500 Gramm Mehl. Wichtig, bei Null anfangen. So ist es. Dann spaßt es nicht ganz. Mhm. Und dann einfach mal eine ordentliche Neinkippe da. So. Ja, jawohl. Da sind wir jetzt bei 250. 330, so, jawohl, nochmal, näher. Genau, jawohl, gleich haben wir's, so, komm mal auf, langsam durch, und noch ein Sugar, jawohl, so, 500 Gramm, 500. So ist es, dann brauchen wir noch ein Esslöffel voll Salz, ein Teelöffel voll Zucker. Dann haben wir da einen halben Würfel voll Hefe. Das ist kein Schnaps, leider nicht, sondern das sind 150 Milliliter lauwarmes Wasser. Und da haben wir einen guten Esslöffel voll Öl, ihren Rapsöl genommen. Jetzt kommt der Hefeteig und da brauchen wir als erstes ein Farbteigle. Da macht man da eine Kuhle rein und da preiselt mir den halben Würfel von der Hefe dran rein. Ganz genau, das sind die berühmte Hefepreisel. Wenn das da gemacht ist. Darf man etwa wechseln mit den Mierderler, wo immer Hefeweizen drin sind? Das ist ein krasser Unterschied. Dann tut man da Zucker dazu, weil das braucht die Hefe, um sich quasi zum Ernähren. Und da kann es quasi gehen. So ist es. Und dann machen wir dann noch das lauwarme Wasser dazu. Das können wir auch schon ein bisschen herumfingern. So. Wichtig ist, dass man beim Kochen auch mit der Gefühl nimmt. Ja. Beim Umrühren, das schmeckt man nachher raus wie Sau. Richtig, so ist es. Man muss das mit Liebe machen. Aha, und das ist der Vorteil. Da geht es an der Seite ein bisschen aus. Aber es sollte uns eigentlich nicht stören. Nein, das so. Passt nachher schon. Das kommt beim Verrieren nachher alles schön rein. Genau. Und jetzt schmeißt man da ein bisschen was von dem Mehl auf, weil wenn das nachher Riss kriegt, dann weiß man, das Fahrdeutle ist fertig und ist gegangen. So, und dann stellt man die Schüssel mit dem Fahrdeutle am besten an der Heizung nach. Und da kann der eben sich entwickeln, ein bisschen gegangen. Und wie gesagt, wenn es da oben Rissle drin hat, na, kann man mehr den ganzen Hefeteig machen. Ah ja, da guck mal, da fragt man sich, was reißt denn da ein? Das ist gut so, da haben die kleine Bresel, da haben die kleine Schlitz, heißt der Teig, wäre so weit, dass wir weitermachen können. Mhm. Jetzt kommt als erstes, da haben das Salz dazu und das tut man also schön am Rand verteilen. Mhm. So, guck mal. Jawohl. Schön gleichmäßig. Und dann kommt da nämlich noch das gute Rapsöl drüber. Sehr gut. Schön verteilen, dass er recht rumspringt. Und bis zum letzten Tropfen, nein, weil wir brauchen alles. So ist es. Und jetzt fangen wir an mit Teigen. Die
Die Schlacht ist geschlagen, der Hefeteig ist gemacht. Wie viel Wasser haben wir genommen am Ende? 600 Milliliter. Mhm. Das hat dann doch ein bisschen mehr gebraucht, aber es muss auch gut werden. Und so soll es dann nachher aussehen, wenn es fertig ist. Den tun wir jetzt nochmal warm stellen, so ein bisschen so ja, auf den Semser über eine Heizung. Und dann lassen wir den ordentlich mindestens eine halbe Stunde gehen. Ja. Und jetzt haben wir uns den Schnaps verdient, würde ich sagen. Prost. Skoll. Der Zinde, nein. Das ist der Reichbarkeiser Semserkrebsler. Ja, ich denke, das ist der Wallerbacher Nierentreter. Also, ja, der kommt von Heiligen, von Händen. Sag mal, Fred, ist der da jetzt soweit? Ja, gut, jetzt ist eine halbe Stunde rum und ich würde sagen, der sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Find und jetzt auch. Kommt quasi die Bastelstunde. Jetzt müssen wir da draus Kugeln machen. Jawohl, und zwar, wie groß sind die? Die sind so groß wie eine Männerfaust. Oder zwei, je nachdem, wie viel essen willst. Jawohl, los geht's. So, einfach mal reingrapschen. Und dann nehmen wir da so einen schönen Bolle. Der wird dann schön gewalget. Jeder kennt es ja früher, wo er schon mal mit Knet gespielt hat. Das ist ein riesiger Gaut. Oh, der fühlt sich auch richtig gut an. Aha, sauber. Ich bin schon gespannt. Jetzt machen wir den noch ein bisschen schön rund. Gucken wir mal noch mal geschwind. So, jetzt setzen wir dir in kochendes Salzwasser rein. So. Ganz genau. Aufpassen, dass es so spritzt. So ist es, richtig. Dass man ja. Sich noch weh tut. So. Aha, der Teig, genau. So, sauber ist das. Der Topf, wie ihr seht, das ist ein relativ breiter Topf. Und wenn die Heferknäpfle drin sind, dann lassen wir es nur eine Minute auf höchster Stufe. Und schaltet dann auf ein Drittel runter. Wichtig ist, dann kommt der Hanna der Deckel auf und der bleibt weit auf jetzt, die Viertelstunde. Das ist ja wichtig, gell? Weil sonst wäre die nicht fluffig. So, die Viertelstunde ist rum, es kommt der spannende Moment. Der Deckel kommt weg. Zack, ist wow. Ist was wahrer, ist nichts wahrer. So, das ist ja ordentlich. Sieht ganz gut aus, ja. Aha, jawohl. Ja. Mensch, da haben wir jetzt aber Duselkett, weißt du? Stell dir mal vor, wenn es nicht geht, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, wo kommt es nachher? Ja, der Beck von Wiesesteig, der macht ein Wiesesteig. Von mir nicht. So ist es. Komm, du dir nochmal raus. Das ist ordentliche, schöne Hefe. Oh, guck mal. Oh, toll, toll. Aufgegangen wie jetzt Sau, das sind richtige, also Bärenfeist, kann man fast schon sagen. Jawohl, das sind unsere Premium-Knöpfle, der ich sage. Jawohl. Also wenn du da jetzt hat musst, dann weiß ich auch nicht. Genau. Und weil die so kraus sind, verschneiden wir sie, dann kann man auch mal ein halbes nehmen. Jawohl. Aber die sieht schon mal gut aus. Da freue ich mich. Da freue ich mich wirklich drauf. So, kommt dann so seine Kumpels dazu. Mensch, groß sind die Wahre, wie die Zeit für Gott, gell? Und dampfen du jetzt auch. Ja, obwohl es keine Dampfnudeln sind. Ja, genau. So ist es. Also, jetzt waren sie verschnitten. Jetzt waren die verschnitten. Da gibt es einen besonderen Trick. Dazu braucht man einen Bindfaden, einen ganz normalen Bindfaden. Sieht man den? Jawohl. Ja, den sieht man. So ist es. Dann nimmt man da eine Knöpfle, macht so und fährt ihn einfach einmal so zirkt das Zimmer. Zack, und da ist es offen. Ja, die sind fertig. So sieht fertige Heferknäpfle aus. Da schneide ich nochmal alles auf, gucke ich nochmal, so einfach in die Mitte. Und dann wird einfach so gezogen. Und flöpp. Ah, und es riecht so schön. Hefeteig. Die sind manchmal so ein bisschen schleimig, das stört aber gar nicht. Das geht so. Und das ist ja wie beim Pfarrer aus Heideheim, der schlägt gern am Knöpfleschleim. Und so geht es uns da nachher auch.
So, dann bist du, naja, das wird natürlich schon in der Mitte, das habe ich jetzt nicht hundertprozentig in der Mitte verschnitten, aber so geht es. Die sind gut, Ware, Fred, die sind wirklich toll, Ware. Ah ja, du, da möchtest gerade reinbeißen, du, ich kann mir so schier nicht mehr verheben. Aha. Also die sind am besten, wenn du mich fragst, zusammen mit dämpften gelben Riebler und mit Fleischkirchler. Aber gerade natürlich auch mit viele andere Speisen, auch manchmal irgendwie Bohnen dazu. Aber für mich ist mit dämpften gelben Riebler und Fleischkirchler am besten. Jawohl, das sind sie. Unsere Hefeknäpfle. Jetzt ist es vollbracht. Hefeknäpfle sind fertig und gut waren. Dämpfte gelbe Rebler, dazu gibt es die kleine Fleischkegel. Der große Moment. Schmeckt es auch? Ja, da sind wir schon gespannt, die Hosenträger. Und wir. So, Konsistenz. So, passt. Rein optisch. Noch ein bisschen was von den dämpfte gelbe Rebler mit auf der Löffel. Gut, wow! Oh, Spitze! Heilen, zack! Also, wer will, kann da auch noch ein bisschen in Butterschmelzer noch oben drüber machen. Die sage ich die nach der Silvesterfressung reduziere ich halt Kalorien. Und deswegen haben wir das da noch unterlassen. Aber hey, das ist wirklich gut. Ah ja, du. Sauber. Oh! Hefeknäpfle, das machen wir öfters. Wenn ihr es nachkochen wollt oder besondere Tipps sind, schreibt es einfach einen Kommentar. Das würde mich auch interessieren. Auf jeden Fall, das waren schwäbische Kurzgerichte. Heute Hefeknäpfle. Ja, und mit vollem Mund spricht man nicht, weil sonst hört es so auf.